ihr Lieben, es ist wieder mal soweit. Heute haben wir Mittwoch und somit ist hier Friends Day. Ihr habt zahlreich Fragen gestellt, also legen wir los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Wir sind jetzt gerade hier unterwegs, mitten auf dem Lande. Wo sind wir eigentlich jetzt? Auf dem Weg in den Ekolter Tierpark. Ich glaube, der heißt Wildpark Ekold. Oder so. Also ein Wildpark in der Nähe von Bad Segeberg. Und deswegen sitzen wir gerade im Auto und ich würde sagen, mein Mann liest jetzt mal die Fragen vor und ich versuche sie zu beantworten. Also, erste Frage. Also ich muss erstmal versuchen, deine Fragen zu lesen. Bei deiner Klaue ist das hier nicht ganz so einfach. Also ich habe die Fragen vorher aufgeschrieben, weil ich ja gerade mit dem Handy filme und mein Mann hat doch tatsächlich Probleme, meine Handschrift zu lesen. Das ist ja keine Handschrift, das ist... Bist du Ärztin? Hier steht als erstes, warum bist du nicht Köchin geworden? Aber eigentlich müsste die Frage sein, warum bist du nicht Ärztin geworden mit deiner Sauklaue? Also, ich weiß auch nicht, warum bin ich nicht Ärztin? Warum bin ich nicht Ärztin weiß geworden? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ilona okay. Und Veronika fragen. Entschuldigung nochmal, ich musste husten. Bei deinem Husten musste ich eigentlich auf Frage, ob du wieder gesund bist. Nadja fragt, bist du wieder gesund? Nein, Nadja, ist sie nicht. Aber ich soll meine Fragen beantworten. Okay. Was hat er gesagt? Rechts. In 700 Meter. Unser Navigationssystem ist nämlich ganz international und das spricht Englisch. Warum spricht unser Navi eigentlich Englisch? Weil ich das so eingestellt habe, deswegen. Okay. Ilona und Veronika fragen, warum bist du nicht Köchin geworden? Warum ich nicht Köchin geworden bin, weiß ich nicht. Ich bin nicht Köchin geworden. Ich habe nie darüber nachgedacht, Köchin zu werden. Wirklich keine einzige Sekunde. Please turn right in 300 meters at the end of the road. Okay. Ich muss rechts abbiegen am Ende der Road. Ist richtig? Yes, please. Wir fahren jetzt hier direkt über die Landstraße mit einem internationalen Navigationssystem. Now turn right. Okay, meinst du, wir kriegen das hin? Ja. Okay. Was fragt Hast Veronika nochmal? Ich hab das schon wieder vergessen. Warum bist du nicht Köchin geworden? Da steht Kartoffelpump frei. Kartoffelpump, Zufahrt frei. Was ist denn Kartoffelpump? Keine Ahnung. Puffer? Stampf? Kartoffelstampf. Okay, wir sind albern. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Also Veronika und wer fragt? Ilona. Ja. Was fragen Warum Sie? Bist du nicht Köchin geworden? Ah ja, stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Ich habe keine einzige Sekunde je darüber nachgedacht, Köchin zu werden. Ich koche zwar gerne, aber ich hätte, glaube ich, keine Lust, das beruflich zu machen. Weil dann würde man das ja wirklich täglich machen. So wie jetzt gar nicht. Ich koche jetzt auch täglich. Ich koche gerne zu Hause, das macht mir super Spaß. Aber ich sehe mich jetzt nicht... Aber ich sehe mich jetzt nicht in irgendwie einer Großküche. Ich glaube, das wird mir keinen Spaß machen. Oder meinst du, ich wäre eine gute Köchin? Du bist eine gute Köchin. Also Köchin bin ich jetzt nicht geworden. Dafür koche ich zu Hause gerne. Und man kann ja auch schließlich nicht alles werden. Nadja, du hast es mitbekommen. Sie ist immer noch nicht wieder gesund. Ich muss ja, hier muss ich durch, ne? Ja. Hä? Also, Miss Nacknack fragt, was machst du mit deinem Pferd, wenn ihr in den Urlaub fahren wollt? Muss sie nicht jeden Tag bewegt werden? Ja, was mache ich mit meinem Pferd, wenn ich in den Urlaub fahre? Als allererstes fällt mir ein, ich nehme es einfach mit. Wir fahren ja relativ oft in die Lüneburger Heide oder wir sind in den letzten Jahren sehr oft in die Lüneburger Heide gefahren, weil mein Mann da immer hin wollte. Und also wenn wir jetzt zum Beispiel Urlaub in der Lüneburger Heide machen oder irgendwie sehr nah an Hamburg dran, würde ich sie mitnehmen. Und wenn wir weiter wegfahren und für sie kein Platz ist, praktisch eine Flugreise oder so, dann würde ich sie am Stall versorgen lassen. Also es gibt die Möglichkeit, wenn ich auch ganz doll krank bin oder wenn ich irgendwie länger in den Urlaub fahren sollte, dann gibt es die Möglichkeit, mein Pferd am Stall versorgen zu lassen. Das geht. Und ob sie täglich bewegt werden muss, ist natürlich schön, wenn ein Pferd jeden Tag bewegt wird. Aber sie wird auch jetzt nicht jeden Tag bewegt. Also ich reite sie 4-5 Mal in der Woche. Und sie hat schon auch mal so 1-2 Stehtage. Ich finde, das tut ihr gut. Sie ist ja auch noch ein junges Pferd und hat natürlich auch mal frei. Und ich denke, das ist überhaupt kein Problem. Darüber habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht. Und ich würde es dann so regeln, dass sich der Stall dann um sie kümmert, solange ich weg bin. Und wenn ich wieder da bin, dann kann ich wieder voll loslegen. Übrigens, Mama, das ist eine Sie. Wer ist eine Sie? Du hast gesagt, er hat frei manchmal. Du hast
Oh. Ja, unser Pferd ist nie sie. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch die Erkältung im Gehirn habe. Ich bin nicht so ganz auf der Höhe, aber es geht. Also, nächste Frage. Lila Lesezeichen. Lila Lesezeichen. Lila Lesezeichen. Lila Lesezeichen. Ist neugierig, was du alles beruflich schon mal gemacht hast. Das habe ich schon relativ oft erzählt, aber ich erzähle es jetzt mal im Zeitraffer, wenn ich das denn kann. Also, ich habe Kinderkrankenschwester gelernt, hier am UKE in Hamburg. Und danach bin ich ins Ausland gegangen. Und da ich schon in sehr jungen Jahren, also ungefähr mit 17, eine Aerobic-Grundausbildung gemacht habe, habe ich auch schon relativ früh angefangen zu unterrichten und bin danach ins Ausland und habe erstmal für verschiedene Clubanlagen gearbeitet, also für Urlaubsanbieter, die auch Bewegungsprogramme angeboten haben. Dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und habe mich in der Zeit irgendwie so ein bisschen orientiert. Ich wollte noch mal gucken, was ich vielleicht noch beruflich machen kann und machen möchte. Und nach 3 Jahren des Unterrichtens in verschiedenen Clubanlagen Europas habe ich mich dann dazu entschieden, noch mal eine Fitnesspädagogenausbildung zu machen. Und ich wollte mich aber persönlich erstmal so ein paar Jahre testen, weil ich mir auch nicht so ganz sicher war, ob das ein Job ist, den ich jeden Tag ausüben kann. Klar macht jeder gerne Sport, genau wie ich es auch gemacht habe. Ich mache noch immer gerne Sport, aber ich finde, es ist ein Unterschied, jeden Tag wie zu unterrichten, Bewegung zu unterrichten. Und da musste ich mich doch erstmal so ein bisschen selber auf die Probe stellen. Aber nach ein paar Jahren habe ich das immer noch sehr gerne gemacht und habe somit auch nochmal Fitnesspädagogik studiert. Und danach habe ich mich hundertprozentig selbstständig gemacht, bin nach Mallorca gegangen und habe da in einem großen Golfhotel gearbeitet. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe wieder freiberuflich in diesem Beruf auch gearbeitet. Und habe auch viel Yoga und Pilates unterrichtet und dann hast du mich kennengelernt. Habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja. Und ab da wurde alles anders. Habe ich meinen Mann kennengelernt und ab da wurde alles anders. Was heißt denn das? Das heißt, ich bin der einzige Mann der Welt, der es geschafft hat, einer Frau 3 Kinder unterzujubeln. Ja. Noch bevor sie es gemerkt hat. Genau. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hatte mich früher jetzt gar nicht so gedacht, dass ich jetzt irgendwann mal so viele Kinder haben werde. Ich habe schon gedacht, dass ich mal Kinder haben werde, aber dass es gleich 3 werden. Und mein Mann sagt immer, er hat mir die Kinder untergejubelt. Aber es stimmt nicht. Ich war auch mit von der Partie. Ich wusste von deinem Vorhaben. Okay. Müssen wir geradeaus? Ja. Okay. Weil nee, sie sagt gar nichts. Nee, ich habe ausgestellt. Ach so, okay. Wir haben sie ausgemacht. Wie heißt sie eigentlich? Heißt sie Siri? Nee, ja, ne? Das ist die von. Okay. Das ist die von vom iPhone. Nächste Frage. Betty F. Betty F. Betty F. Wahrscheinlich Betty Ford, Abkürzung Betty F. Okay, Betty, leg los. Das passt auch ganz gut. Die Betty Ford ist ja eine Entzugsklinik eigentlich. Und danach wird eine Frage gefragt, trinkst du Alkohol? Das passt eigentlich ganz gut. Ach, echt? Ja, ja. Wow. Also, aber egal. Wie viele Umdrehungen, das passt auch, man sagt ja auch, aber mit dem Alkohol wie viele Umdrehungen. Ja, das kommt danach. Ach so, okay. Wie viele Umdrehungen sollte ein guter Mixer haben, damit zum Beispiel Cashewmilch so fein wird? Und es steht hier in Klammern 10.700 Umdrehungen pro Minute, WMF, Vitamix, Thermomix, was auch immer das heißt. Ach ja, genau. Also, ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht die ganzen Umdrehungen studiert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Umdrehungen da so ein Mixer hat. Aber ich kann mir nur das empfehlen, was ich auch kenne. Und ich kenne zum Beispiel 3 Mixer, die ich echt gut finde. Auch verschiedenster Preisklassen. Einen finde ich ganz gut, so ein Standmixer vom WMF. Der hat, ich weiß jetzt nicht, wie viel Power der hat, aber eine Bekannte von mir hat den und der ist echt gut. Ist auch so ein Glasmixer, ist auch ein hochkant stehender Mixer. Und der hat ein Fassungsvermögen von fast 2 Liter. Das finde ich immer sehr wichtig, dass, ja, dass da viel reinpasst. Weil was nützt einem da 500 Milliliter? Finde ich persönlich immer. Und der hat auch ganz gut Power und die Smoothies, die damit gemacht werden oder Salatdressings oder so, die schmecken echt gut. Und deswegen kann ich den empfehlen, weil eine Bekannte von mir damit sehr zufrieden ist. Dann finde ich den Vitamix auch sehr klasse. Es gibt ja auch so 2 Lager. Die eine finden den Vitamix mega cool für Smoothies und die anderen finden den Thermomix ganz, ganz toll für Smoothies. Ich kriege gerade ein Zeichen, dass ich rechts fahren muss. Okay, links. Links? Ja, ja, das aber andere rechts. Links. Links. Ich muss da lang? Ja. Ach, echt? Ja. Ach, ich dachte, wir müssen Richtung Bad Segeberg. Nee, erstmal nicht. Jetzt müssen wir Richtung Kaltenkirchen. Also ich weiß schon, wo rechts und links ist, ne? Das
Das wollte ich damit nicht sagen. Genau. Und die Smoothies, die aus dem Vitamix kommen und auch die Cashewmilch, die da rauskommt, die man damit machen kann, die schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also den Vitamix finde ich auch toll. Und da ich den Thermomix habe, finde ich den Thermomix natürlich auch cool. Das ist echt so ein dicker Industriemotor, der dahinter steckt, und das hat unheimlich viel Power. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Umdrehungen jetzt genau pro Minute. Aber das sind so drei Mixer, die ich echt gut finde. Die gehen so vom mittleren Preissegment bis ins höhere Preissegment. Aber ich habe es ja schon oft erzählt, mein allererster Mixer war damals von Tchibo. Und der war aus Plastik zwar, aber der hat total lange gehalten. Und der hatte zwar nicht so viel Watt und nicht so viele Umdrehungen, glaube ich. Aber dann hat man die Sachen eben 2 bis 3 Minuten länger püriert. Ich war damit immer sehr, sehr zufrieden. Und ich weiß, dass der unheimlich günstig war. Und der hat, glaube ich, 6 Jahre lang gehalten. Also man muss nicht immer viel Geld ausgeben. Aber wenn man natürlich viel kocht, viel püriert, viele Suppen macht, viele Smoothies macht, dann finde ich, lohnt sich die Anschaffung eines guten Mixers auf jeden Fall. Oder? Bum, 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 bum. Wo sind wir hier eigentlich? Hier ist das voll schön, ne? Ja. Findest du nicht? Doch, aber ich muss mich auf die Fragen konzentrieren. Oh, ich kann hier, nicht links und rechts gucken. Hier finde ich das voll schön. Wir sind hier mitten auf dem Dorf in der Pampa und ich bin ja ein großer Landfan. Ach, ist das so? Ja, und ich finde es hier schön, aber mein Mann würde jetzt sagen, das ist hier weit ab vom Schuss, oder? Das würde ich nicht sagen, das sage ich sogar. Aber ich finde das cool. Das könnt ihr jetzt ja nicht hier sehen, aber es ist sehr, sehr schön, die Sonne scheint und hier ist nichts los. Hier sind nur Dörfer und nur Wiesen. Oh, wir hätten hier rechts gemusst. Echt? Ja, ja, oh. Wir müssen drehen. Wir müssen drehen. Ja. Ja. So ist das, man kommt spät an, ne? Nee, guck mal, wir können gerade ausfahren, sagt er auch. Ja, okay. Okay, also. Nächste Frage. Linda fragt, trinkst du Alkohol? Total. Ist das nicht von Betty Ford? Nee, das war die davor. Ob ich Alkohol trinke? Ja, ich trinke Alkohol. Ich trinke mal ein Glas Wein zur Pizza abends oder zur Pasta. Oder wenn mein Mann Pesto Rosso macht, trinke ich gerne zum Glas Rotwein. Aber dann ist auch bei mir schon Schluss. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die das irgendwie regelmäßig ganz große Mengen trinkt, überhaupt nicht. Aber hin und wieder so ein Gläschen Wein finde ich total lecker, oder eine Weinschorle oder Cocktails bin ich auch jetzt nicht so, oder? Cocktails? Nee. Also meine Caipirinha finde ich mal ganz cool, so 2-mal im Jahr oder so, aber ich trinke auch gerne alkoholfreie Sachen, und aber so ein leckerer Wein mal zum Essen, zum Abendessen finde ich schon klasse. Aber sonst spielt Alkohol in meinem Leben eigentlich nicht so eine große Rolle, würde ich sagen. Mona Kaiser, ja, möchte wissen, filmt dich dein Sohn morgens beim Pferd? Eigentlich steht hier Schuh, aber du hast mir gesagt, es heißt Sohn. Filmt dich dein Sohn morgens beim Pferd? Nein, eigentlich nicht, weil wenn ich morgens beim Pferd bin, ist mein Sohn, ich weiß nicht, welchen Sohn du meinst, aber ist mein Sohn meistens in der Schule. Mein 3-jähriger Sohn, der kann mich auch schon filmen, ist aber ein relativ unzuverlässiger Filmpartner. Ich meine den Sohn, den wir nicht zur Schule schicken, damit er nur dir beim Filmen assistieren kann. Ach so, stimmt. Nur deswegen. Jetzt wissen wir es alle. Wir haben extra Kinder für irgendwelche Tätigkeiten. Und wir haben einen Filmsohn. Glaub mein Mann kein Wort. Also, mein Sohn ist morgens in der Schule, deswegen kann der mich nicht filmen. Aber wenn was am Wochenende entsteht, morgens, und er ist mit dabei, wenn er Lust hat, filmt er mich. Wenn er keine Lust hat, filmt er mich nicht. Meistens filme ich mich selber morgens beim Pferd. Also ich stelle dann mein kleines Stativ auf und filme mich beim Putzen oder beim Reiten, klemme mich das Handy in den Zaun. Meistens bin ich alleine beim Pferd und filme mich auch alleine, aber meine Tochter protestiert schon da hinten. Manchmal filmt mich auch meine Tochter, je nachdem wer da ist oder wer mit ist. Mein Mann hat mich auch schon gefilmt, aber meistens filme ich selber. Also ich filme mich praktisch allein. Andrea fragt, wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind 9, 6 und 3. Fast 4. Aber noch nicht. Ach, den Namen kann ich nicht. Was heißt das? Ingrid. Ach, Ingrid? Ingrid. Okay. Du kannst meine Schrift da nicht steht, lesen. Da eigentlich Jupit steht da. Ich habe eine ganz saubere, wunderschöne Schrift. Also Ingrid. Ingrid. Alias Jupit fragt, was ist dein Lieblingscafé?
Mein Lieblingscafé? Ja. Oh, ich habe zwei, ich kann mich nicht entscheiden. Also, ich finde Elbgold-Café klasse und Karoo-Café. Das sind so zwei Hamburger Kaffeeröstereien, die meiner Meinung nach den weltbesten Kaffee herstellen. Ja, also Karoo und Elbgold. Espresso. Maike fragt, was hast du als letztes auf YouTube gesehen? Als letztes habe ich die NDR Talkshow gesehen auf YouTube. Nicht ganz, also angerissen. Mit Barbara Schöneberger. Ich gucke gerne die NDR Talkshow. Ich bin ein großer Fan, seit vielen Jahren. Daran merkt man wahrscheinlich, dass man alt wird, oder? Nee, ich mochte das auch schon immer. Ja, ich finde auch. Ich finde die NDR Talkshow ist echt cool. Und ich mag Barbara Schöneberger sehr gerne. Und ich finde die Themen da gut und die haben auch immer oft coole Leute eingeladen. Also die NDR Talkshow gibt es auch auf YouTube. Da wollen wir mal Gast sein. Also du willst da Gast sein. Ich will Gast sein, um dich als Gast zu sehen. Nein, ich will da nicht gerne Gast sein. Doch. Mein Mann, ich möchte nicht gerne Gast sein in der NDR Talkshow. Ich würde zugucken dann. Ich bin nicht so der Fernsehfan, obwohl ich die NDR Talkshow echt cool finde. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der so ins Fernsehen drängt. Weiß nicht warum. Also ich finde die NDR Talkshow toll. Ich möchte aber jetzt nicht unbedingt Gast sein. Darf man das so sagen? Dass man irgendwo nicht Gast sein möchte? Aber ich finde die toll. Und ich finde die Leute auch toll, die da sind. Aber ich sehe mich da selber nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich bin lieber Gast. Kommt Zeit, kommt Rat. Also nein. Ramona möchte wissen, ganz anderes Thema. Ja. Was sind deine Lieblingsblume? Ganz klar Flieder. Aber es sind keine Blumen, ne? Es ist ein Baum. Aber ja, Flieder finde ich richtig cool. Ich mag den Geruch und ich finde es einfach total schön. Am liebsten lila Flieder. Wie bei uns im Garten. Elena fragt, wie lange dauert es, bis wir mit einem YouTube-Kanal Geld verdienen? Da musste ich sehr schmunzeln, als ich diese Frage gelesen habe, denn das kann ich dir nicht beantworten. Am besten, man macht einen YouTube-Kanal einfach aus Spaß erstmal. Non-Profit. Ein Non-Profit. YouTube-Kanal, weil es kann Jahre dauern, bis man damit Geld verdient. Es kann auch sehr schnell gehen. Es gibt immer wieder YouTuber, die anfangen und die praktisch über Nacht zum Star werden. Das gibt es, das gibt es auf jeden Fall. Also ich gehöre nicht dazu. Aber ich finde, dass man das nicht beginnen sollte, nur aus Geldgründen, weil ich glaube, dann ist man ganz schön schnell frustriert. Also bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich mit meinem YouTube-Kanal Geld verdient habe. Natürlich kann man seine Videos gleich vom ersten Video an monetarisieren. Das heißt, man kann Werbung vorschalten und kann dann schon mal ein bisschen über die Klickzahlen verdienen. Aber das ist echt sehr, 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 sehr wenig. Also es lohnt sich wirklich nicht. Also nur um jetzt mal schnell Geld zu verdienen, ist ein YouTube-Kanal richtig das Falsche. Also das kann ich nicht empfehlen. Wer dringend Geld braucht, bei eben schnell einen YouTube-Kanal, das funktioniert so meistens nicht. Ich würde sagen, das funktioniert in 98% der Fällen nicht, oder? Außer man blättert sich nackt und benimmt sich daneben und macht einfach so weiter, dass man danach eigentlich in ein Erdloch kriechen müsste. Ja, damit verdient man heutzutage Geld. Ja, also es kommt natürlich darauf an, der Geschmack auf YouTube ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde zum Beispiel immer das an Content machen wollen, was mir auch entspricht. Also voll crazy Sachen entsprechen nicht meiner Person und deswegen mache ich sowas auch nicht. Ich mache das, was mir Spaß macht und ja, und das ist halt das hier, was ich jetzt hier so mache. Aber wer schnelles Geld verdienen will, ich meine, wo verdient man schnelles Geld? Ich meine, nirgends verdient man schnelles Geld. Ein YouTube-Kanal mit, sagen wir mal, gutem Content und mit einem guten Schnitt, der gut und aufwendig gemacht ist, das kostet viel Zeit und viel Liebe und viel Investition. Und ich denke, das ist was völlig Verkehrtes. Aber es muss jeder selber wissen. Ich finde, wenn man da Bock drauf hat und man glaubt, es bringt einem Spaß, sollte man das auf jeden Fall probieren. Und die vielleicht seit Jahren damit hadern, oh, ich will es auch mal probieren, aber ich weiß nicht so genau, die sollten es auf jeden Fall einfach mal machen, einfach mal probieren, sich ein paar Videoideen zurechtlegen und einfach machen. Und wenn es Spaß macht, dann einfach dabei bleiben. Ja, aber so, um jetzt mal eben schnell irgendwie Geld zu verdienen und eben mal zum Star zu werden, das funktioniert, würde ich sagen, nicht. Auf jeden Fall
ist jetzt die nächste Frage absolut passend zu dem, was du gerade beantwortet hast. Wie lange hältst du die Cashewmilch im Kühlschrank? Also ich habe sie 3 bis 4 Tage jetzt immer so aufbewahrt, weil ich mache diese Milch nicht auf Vorrat, weil die so einfach und schnell geht, dass ich sie immer frisch zubereite, wenn ich sie mache und so literweise das so vorzubereiten und im Kühlschrank wochenlang zu lagern, das mache ich nicht. Also ich würde sagen so spontan 3 bis 4 Tage, vielleicht auch länger, probier es aus, da es ja ein veganes Produkt ist. Kann nichts passieren, wenn du saubere Flaschen und saubere Deckel verwendest, dann dürfte die ein paar Tage auf jeden Fall halten. Eine neue Frage ist hier noch zu stehen und steht hier noch, und zwar fragt unser Sohn, wann sind wir da? Unser Sohn, wann sind wir da? Wann sind wir denn da? In 15 Minuten. In 15 Minuten sind wir im Wildpark. Also, Viertelstunde noch, Sohn. Schaffst du das noch? Ja. Ja, okay. Super. Die nächste Frage stelle ich jetzt mal an meinen Mann. Und zwar sind wir jetzt hier ungefähr 15 Kilometer vor dem Wildpark Ekol, der in Großen Aspe liegt, ne? Bei Großem Aspe, oder? Ja. Also in Norddeutschland. Ja. Und hier ist es sehr, sehr schön ländlich. Und mein Mann und ich, wir haben ja öfter schon mal darüber nachgedacht, aufs Land zu ziehen. Und ist die Frage an meinen Mann, wie weit würdest du dich von Hamburg entfernen wollen? Also ich finde es zum Beispiel hier mega schön. Wenn jetzt hier was frei wäre, ich würde sofort hier zuschlagen. Also hier ist es schon sehr ländlich. Ja, wie siehst du das? Würdest du jetzt hier, würdest du vom Hamburger Landrand aufs Land ziehen? Nicht so gerne. Nicht so gerne. Mir ist das zu weit ab vom Schuss. Wir wohnen jetzt ja schon auch am Stadtrand und deswegen, ich finde es jetzt gar nicht mehr so ein großer Schritt richtig raus aufs Land, aber du, das ist too much, oder? Hier ist nix, hier ist kein Internet, hier ist... Hier ist kein Internet? Gar nichts ist hier. Doch. Hier ist nichts. Aber hier liegen doch überall Glasfaserkabel. Na, das glaube ich. Also mein Mann hat Angst um die Internetverbindung. Eigentlich müsste ich doch Angst haben um die Internetverbindung, oder? Eigentlich ja. Eigentlich meinst so. Du, die haben hier kein DSL? Glaube ich. Hier nicht? Echt nicht? Hier haben sie Satelliten. Ich habe mich gehört, dass die ländlichen Regionen, auch in Norddeutschland oder auch in Friesland, tierisch ausgebaut werden mit dem Internet, weil Leute zum Teil gar nicht dahin ziehen wollen, weil es keine vernünftige Internetverbindung gibt. Deswegen habe ich das gehört, dass überall jetzt so Glasfaserkabel verlegt werden. Du musst auch an die Schulen denken. An die Schulen? Meinst du, hier gibt es keine Schulen? In Hartenholm, wir sind jetzt in Hartenholm zum Beispiel, sehr schön hier. Dann wird das wohl nichts mit dem Landleben, ne? Da muss ich wir mir... sind doch Landrand, das ist doch schon das super. Hat mir schon wieder abgemusst, du passt auch überhaupt Mann. Nicht auf. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Fragen stellen. Und ihr wisst, falls ihr auch Fragen haben solltet, schreibt sie bitte runter in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch eure Frage via Facebook oder Instagram dalassen. Da bin ich ganz offen. Und wer den letzten Friends Day nicht gesehen haben sollte, der schaut einfach mal hier auf die Seite. Da habe ich ihn euch verlinkt. Also, den nächsten Friends Day gibt es in 14 Tagen. Und wir sehen uns schon wieder am Freitag, wenn das nächste Video hier online geht. Also, habt einen tollen Mittwoch bis Freitag und tschüss.